Vielen Dank für die netten einführenden Worte. Vielen Dank auch für die Einladung hierher. Mir wurde ein großes Thema aufgetragen, die Entwicklung der Wertpapierbörsen bis 1945. Wenn Sie ein Bild aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hier zeigen würden, würde es sehr ähnlich aussehen. Eine Handelsschranke, davor stehen die Makler oder Bankenvertreter, die Aufträge platzieren wollen. Die amtlichen Kursmakler stehen dahinter, nehmen die Aufträge entgegen. In der Mitte stehen die Assistenten und Schreibkräfte und notieren die Aufträge. Und einmal am Tag wurde dann ein amtlicher Kassakurs festgestellt und publiziert und zu diesem Kurs meisten Geschäfte abgewickelt. Dann sehen Sie noch einige Leute auf dem Parkett herumstehen, die neueste Informationen austauschen, vielleicht auch an den Kassa, an den amtlichen Maklern vorbei eigene Geschäfte abschließen. Und die Fotos im Zeitverlauf unterscheiden sich eigentlich nur darin, wie viele Menschen auf dem Parkett zu sehen sind. Also in den 1920er Jahren anschauen, sind da sehr viele Menschen zu sehen. In den 1930er Jahren war die Börse etwas ruhiger. In den 1870er Jahren war sie wieder etwas lebhafter. Aber im Prinzip hat sich an der Kursfeststellung, an der Technologie seit dem späten 19. Jahrhundert relativ wenig geändert. Nachdem Telegraph und Telefon eingeführt worden waren, war das Handeln, also der Sekundärmarkt an der Börse, relativ gleichbleibend. Worüber ich heute reden möchte, ist etwas, was Sie vielleicht überraschen wird. Ich möchte über die Bedeutung der Wertpapiermärkte, insbesondere der Aktienmärkte, für die Unternehmensfinanzierung in Deutschland sprechen. Deutlich machen, wie wichtig Wertpapiermärkte waren. Dann möchte ich Ihnen etwas zur geografischen Organisation dieser Märkte erzählen. Da kommt auch Frankfurt als peripherer Markt vor. Also der Hauptplatz war Berlin damals. Und dann möchte ich auch über den Niedergang, den Herr Rudolf schon angesprochen hat, in den 1930er Jahren kurz sprechen und dann noch der Frage nachgehen, ob es denn für Investoren auch ertragreich war, an dem Finanzmarkt zu investieren. Ich hoffe, dieses Bild überrascht Sie erst einmal. Was Sie hier sehen, sind Daten der Bundesbank. Es geht um Finanzierung nicht finanzieller Unternehmen über Finanzinstitutionen, also entweder über Banken und über Märkte. Es geht also nicht um Innenfinanzierung, es geht auch nicht um Finanzierung durch Lieferanten, sondern was Sie hier sehen, ist eben die Finanzierung durch Finanzinstitutionen. Das kleine rote unten, das sind die Banken, der Beitrag der Banken zur Unternehmensfinanzierung. Darüber sehen Sie das grüne, das ist die Finanzierung über Aktienmärkte, also durch die Emission von neuen Aktien. Und darüber sehen Sie etwas relativ Großes Lilanes, das ist die Finanzierung über Anleihemärkte. Und wenn Sie das über die Zeit aufaddieren, kommen Sie zu dem Ergebnis, naja, für die externe Unternehmensfinanzierung hatten Sie vor dem Ersten Weltkrieg 80% Finanzierung über Wertpapiermärkte, 20% Finanzierung über Banken. In der Zwischenkriegszeit war es 2/3 über Märkte, 1/3 über Banken. Das heißt, dieses bankbasierte Finanzsystem, das Sie vielleicht noch in Ihrem Kopf haben, spielte vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Rolle. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland ein sehr stark marktorientiertes Finanzsystem. Banken natürlich eine wichtige Rolle gespielt, bei Gang an die Börse beispielsweise, bei der Hilfe der Emission dieser Wertpapiere. Aber die Finanzierung durch Kredite war eher unwichtig vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Firmen an der Börse notiert waren 1913, auch in den Jahren davor, stellen Sie fest, dass 1913 an den damals bestehenden 21 deutschen Börsen 1579 Firmen börsennotiert waren. Das waren 24 Firmen je 1 Million Einwohner. Und wenn Sie das über die Zeit verfolgen, werden Sie feststellen, dass diese Zahlen eigentlich kontinuierlich, aber doch tendenziell sehr stark zurückgegangen sind. Wenn Sie einmal so Börsenhandbücher aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg anschauen, werden Sie feststellen, dass gerade die Provinzbörsen, also Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, waren die Orte, an denen deutsche Mittelständler an die Börse gegangen sind. Also diese 1579 Firmen, das waren eben nicht alles Großunternehmen. Da finden Sie eine ganze Reihe von Maschinenbauunternehmen aus Sachsen mit 200 oder 300 Mitarbeitern und einer Fabrik. Das waren Firmen, die vor dem Ersten Weltkrieg an der Börse waren, eine Situation, die sie in Deutschland heute nicht mehr haben. Hier habe ich dann auch ein bisschen Anschluss an meinen Nachredner gefunden, indem ich bis ins Jahr 2020 gegangen bin, um zumindest zu illustrieren,
dann, wie sich das im Zeitverlauf entwickelt hat. Ich hatte eben erwähnt, es gab 21 Handelsplätze in Deutschland und ich hatte auch erwähnt, dass für Unternehmen es relativ wichtig war, dort notiert zu sein, dass aber auch Anleihen gehandelt worden sind. Wenn Sie sich anschauen, wo Börsenplätze entstanden sind, können Sie das grob in drei Kategorien einteilen. Sie haben zum einen Börsenplätze an traditionellen Handelszentren, an denen also Messen waren oder ein Außenhandelsgeschäft, Hamburg, Bremen, aber auch Frankfurt oder Leipzig. Dann haben Sie zweitens die Hauptstädte, die Herr Rudolph ja eben auch schon erwähnt hat. Da wurden hauptsächlich Staatsanleihen untergebracht zur Finanzierung von Staatsschulden. Und dann haben Sie ein paar kleine Versuche, Börsen zu etablieren an Industriestandorten, in Hannover beispielsweise oder in Essen, die aber keine größere Bedeutung entfaltet haben. Aus diesen unterschiedlichen Herkunftstypen resultierte am Anfang auch ein relativ unterschiedliches Produktportfolio, das an diesen Börsen gehandelt worden ist, also an den traditionellen Handelszentren vornehmlich zunächst Wechsel oder Rohstoffe. Später traten dann die Staatsanleihen hinzu seit dem späten 18. Jahrhundert, dann die Eisenbahnpapiere seit den 1840er Jahren, Bergbau- und Industriewerte seit den 1850er, 1870er Jahren. Und gerade die Börse in Berlin war sehr offen für neue Produkte. Also dort war es relativ leicht möglich, dass sich Bergwerks- oder Industriewerte notieren ließen. Die Frankfurter Börse war da etwas zurückhaltend im 19. Jahrhundert mit diesen modernen Instrumenten. Gleichwohl bestanden die ganzen Börsenplätze weiterhin nebenher und es gab eine gewisse Standortkonkurrenz zwischen dem mit Abstand größten Markt in Berlin und den etwas kleineren Märkten. Also Frankfurt war der zweitgrößte Markt, den es gab, und danach folgte eine ganze Reihe mittelgroßer Märkte, bei denen die Plätze changieren, möchte ich mal sagen. Wie haben sie miteinander konkurriert? Es gab zwar seit 1896 ein einheitliches Börsengesetz im Deutschen Reich, aber dieses Börsengesetz war nicht so umfassend wie heutige Regulierung, sondern es ließ noch sehr viel Raum für regulatorische Arbitrage, würde man vielleicht neudeutsch sagen, also für kleine, aber doch bedeutende Unterschiede. Auf zwei Unterschiede möchte ich hier hinweisen. Der eine Unterschied ist die Frage, wer darf eigentlich neue Wertpapiere an einer Börse einführen? Heutzutage würden Sie sagen, es gibt einen Underwriter und Prospekthaftung und dicke Emissionsprospekte und so weiter. Das war im 19. Jahrhundert sehr unterschiedlich geregelt und das war auch nicht gesetzlich geregelt. Die Börse selbst entschieden. Der Berliner Börse war die Regel, dass eine in Berlin ansässige Bank Wertpapiere an der Berliner Börse einführen musste. An anderen Börsen war es so, beispielsweise in Leipzig, da konnte jede Firma, die Zugang zur Börse hatte, und das war praktisch jede Firma, außer man war im Konkurs, konnte die eigenen Wertpapiere, aber auch Wertpapiere anderer Firmen dort einführen. Das heißt, wenn man eben eine Industriefirma aus Leipzig war, konnte man einfach selbst versuchen, seine Aktien an der Börse zu kaufen, ohne eine Bank zu benutzen. In Hamburg konnte jeder, der Zugang zur Börse hatte, Wertpapiere dort einführen. In Frankfurt und München war das gar nicht erst geregelt, wer so etwas darf. Da durfte es also scheinbar auch jeder. Da gibt es natürlich Unterschiede, ob ich eine Bank brauche, das kostet Geld, das ist vielleicht auch ein Signal, wenn ich eine Bank einsetze, aber das ist eine Ebene der regulatorischen Differenzierung, die man hat. Eine zweite Ebene, auf die ich hinweisen möchte, ist die Firmengröße, also hier der Minimum Size in Million Marks des Aktienkapitals, dass es da auch Unterschiede gab. Sie brauchten ein relativ großes Aktienkapital an den großen Börsen und ein etwas kleineres Kapital an den kleineren Börsen. Also in Berlin brauchten Sie ein Mindestkapital von 1 Million Mark, wenn Sie keine Berliner Firma waren, sondern eine auswärtige Firma. Wenn Sie denken, was ist denn 1 Million Mark gewesen, verdoppeln Sie das mit 50 und hängen 1 Euro dran. Also dann haben Sie so in etwa die Größenordnung, über die wir reden. Das heißt, so die Mindestgröße war eine Firma mit einem Aktienkapital von 50 Millionen Euro, dann konnten Sie an die Berliner Börse gehen. Wenn Sie kleiner waren, konnten Sie an eine Provinzbörse. Was Sie auch sehen, ist, dass alle Börsen eine Lokalpräferenz hatten. Das heißt, Firmen aus dem Umfeld des Börsenstandortes konnten kleiner sein, hatten eine kleinere Mindestgröße. Alle Banken, alle Börsenplätze waren darauf abgestellt, möglichst die lokale Wirtschaftsentwicklung. Dann habe ich noch eine ganze Reihe anderer Charakteristika mitgebracht, über die ich jetzt aber gar nicht sprechen möchte. Das würde den Zeitrahmen etwas sprengen.
Das ist die geografische Verteilung der Firmen, die an der Berliner Börse im Jahre 1913 verteilt war. Das Land, das Sie da sehen, ist das Deutsche Reich in Grenzen von 1913. Und Sie sehen, diese kleinen grauen Punkte zeigen, wie viele Firmen aus einer Stadt an der Berliner Börse notiert waren. Und Sie sehen, aus dem ganzen Deutschen Reich waren Firmen in Berlin notiert. Und Sie sehen auch, dass einige außerdeutsche Firmen in Berlin notiert waren. Das war also ein Finanzmarkt mit internationaler Strahlkraft. Der durchschnittliche Marktwert dieser primär in Berlin notierten Firmen betrug etwa 18 Millionen Mark und war damit etwa dreimal so groß wie der durchschnittliche Marktwert von Firmen, die in der Provinz notiert waren. Das heißt, in der Provinz waren relativ kleine Firmen, in Berlin die großen Firmen notiert. Hier habe ich Ihnen als Provinz die Börse aus München mitgebracht, nicht die aus Frankfurt. Ich dachte, wenn ich in Frankfurt von einer Provinzbörse spreche, mache ich mich nicht beliebt, also München ausgesucht. Aber Sie sehen hier, ich hoffe, Herr Rudolph nimmt mir das jetzt nicht zu übel, München als Provinz zu bezeichnen. Aber Sie sehen, die Münchner Börse hat größtenteils Firmen aus München, Firmen aus Bayern, einige Firmen aus der Bayerischen Pfalz, also heutiges Rheinland-Pfalz, und noch ein paar Firmen aus Sachsen oder aus Württemberg. Aber das war deutlich regional begrenzter und auch deutlich weniger Firmen, als Sie das für Berlin sehen. Und das können Sie für jede Provinzbörse machen. Wenn Sie so eine Karte für Hamburg zeigen, sind das norddeutsche Firmen. Eine Karte für Leipzig oder Dresden sind sächsische Firmen. Das heißt, die Provinzbörsen haben kleine regionale Unternehmen finanziert oder den Kapitalmarktzugang hergestellt. Die Berliner Börse hat die großen Firmen aus ganz Deutschland angezogen. Dort also dieser Wettbewerb funktioniert. Möchte ich ja noch, ich muss ja bis 1945 kommen, das war also die goldene Zeit vor dem Ersten Weltkrieg mit einer breiten Kapitalmarktfinanzierung von vielen Unternehmen. Wenn man ins Jahr 1937 schaut, 1937 habe ich gewählt, weil da Österreich und andere Gebiete noch nicht mit drin sind, also nicht 1945, also 1937 haben sie ja noch Deutschland in den Grenzen, wie man es mehr oder weniger kannte. Sie sehen, 1937 waren nur noch 880 Firmen an der Berliner Börse notiert. Das heißt, zwischen 1913 und 1937 ist etwa die Hälfte der Firmen verschwunden, die an der Börse notiert waren. Und die Frage ist, woran lag das? Und da werden in der Literatur drei Erklärungen diskutiert. Die eine Erklärung war, es lag am Ersten Weltkrieg und der Hyperinflation. Firmen sind gegangen. Die Investoren haben ihr Geld in der Hyperinflation verloren, die Firmen sind vom Kapitalmarkt verschwunden. Zweitens, Firmen sind einfach während der Weltwirtschafts- und Bankenkrise im Konkurs gegangen und haben ein Delisting gemacht. Oder es war ein Einfluss, da hat Herr Rudolph schon darauf hingewiesen, dass die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik nicht börsenfreundlich war. Für ganz Deutschland habe ich nur Zahlen für 1913 und 1937. Für die Berliner Börse kann ich das zeitlich etwas detaillierter darstellen. Und dann sieht man, wenn man die Zahlen 1913 mit 1921 vergleicht, dass die Zahl der börsennotierten Firmen zwar durch den Krieg, durch Verluste des Börsenstandortes in Straßburg zurückgegangen ist, dass danach aber die Zahl der Börsennotierungen sich wieder recht schnell erholt hat und dass man 1926 eigentlich wieder auf dem Stand von 1913 war. Das heißt, der Erste Weltkrieg und die Hyperinflation hat eigentlich keine großen Auswirkungen auf das Börsengeschehen in Deutschland. Dann die Zahlen von 1928 bis 1932 sich anschauen, sehen Sie einen Rückgang um so etwa 200 Firmen, die von der Börse verschwunden sind. Das ist der Effekt der Weltwirtschaftskrise und der Bankenkrise. Das sind Firmen, die im Konkurs gegangen sind. Dann sehen Sie einen weiteren Rückgang um weitere 200 Firmen zwischen 1932 und 1938. Das war im Wesentlichen ein regulatorischer Effekt, dadurch, dass eben Firmen aufgrund wirtschaftspolitischer Entscheidungen es nicht mehr attraktiv fanden, an der Börse zu verbleiben. Das möchte ich jetzt noch in den wenigen Minuten, die wir noch bleiben, etwas näher ausführen, was da eigentlich passiert ist. Also zum einen hatten Sie Anfang der 1930er Jahre eine längere Börsenschließung. Einmal im Juli 1931 während der Bankenkrise waren die Börsen im Deutschen Reich geschlossen. Man konnte also Aktien nicht
verkaufen. Und dann gab es eine längere Phase der Börsenschließung zwischen September 1931 und April 1932 im Zuge einer Devisenkrise, Auflösung des Goldstandards und ähnlicher Entwicklung. Und diese beiden längeren Börsenschließungen haben doch verdeutlicht, dass es gewisse politische Liquiditätsrisiken gibt, wenn man Aktionär ist. Das hatte man während des Ersten Weltkrieges schon mal erlebt, da war die Börse auch mehrere Jahre geschlossen. Jetzt hatte man nochmals eine längere Zeit der Börsenschließung. Was sie auch hatten zu dieser Zeit, beginnend im November 1931, war eine, ich habe es hier mal Devisenzwangswirtschaft genannt, also es war relativ kompliziert, Geld aus Deutschland herauszubekommen. Das heißt, für internationale Investoren waren Investitionen an der Berliner Börse oder an anderen deutschen Börsen ab 1931 eigentlich unattraktiv, weil sie eben, wenn sie Aktien verkauft haben, das Geld nicht mehr aus Deutschland raus überweisen konnten und auch keine Dividenden transferieren konnten. Also das Geld musste Deutschland bleiben, damit sind ausländische Investoren mehr oder weniger ausgeschlossen worden. 1937 wurde auch die Börsennotierung für alle ausländische Wertpapiere in Deutschland verboten. Auch das war natürlich noch für ausländische Investoren ein Nachteil. Dann haben sie ab Mai 1933 hinziehend bis Februar 1935 verschiedene Gesetze und Verordnungen, die sich vor allem damit beschäftigt haben, wer Wertpapiere in Deutschland emittieren durfte. Und sie benötigten ab Mai 1933 eine Genehmigung vom Reichsfinanzministerium und dem Reichswirtschaftsministerium und der Reichsbank, wenn sie Wertpapiere emittieren wollten. Damit wurde eben sichergestellt, dass nur die richtigen Wertpapiere, also die eben der Finanzierung des Staates oder der Rüstungsindustrie dienten, an die Börse gegangen sind. Ja. Wir haben die letzte Aktienerstemission in Deutschland oder den letzten IPO, um in Frankfurter Sprache zu sprechen. Den letzten IPO gab es 1931, kurz vor der Bankenkrise. Danach gab es bis zum Zweiten Weltkrieg und auch während des Krieges keinen einzigen Börsengang in Deutschland. Im Vergleich dazu hatten sie eben vor dem Ersten Weltkrieg jedes Jahr so 20 bis 30 Börsengänge. Was Sie auch beobachten, ab 1934 hinziehend auch bis Februar 1935 in verschiedenen Verordnungen, war, dass Übergewinne nicht mehr als Dividende ausgeschüttet werden durften, sondern Übergewinne von Aktiengesellschaften mussten in Staatsanleihen investiert werden. Und diese Staatsanleihen wurden auch durch eine Reichsbank verwaltet, um sicherzustellen, dass auch tatsächlich die Investition dauerhaft in Staatsanleihen war. Die Dividende war so auf 4-6% des Nennwertes begrenzt. Auch das macht es natürlich für Aktiengesellschaften unattraktiv als Investment. Diese Gewinnbegrenzung oder die Vorschrift, dass Übergewinne in Staatsanleihen investiert werden mussten, galt nur für Aktiengesellschaften. Für andere Gesellschaftsformen galt das nicht. Das hatte zur Folge, dass nach 1935 in Deutschland fast keine neue Aktiengesellschaft mehr gegründet worden ist. Und es hatte zur Folge, dass 40% der bestehenden Aktiengesellschaften sich umgewandelt haben, meistens in eine GmbH. Das war eben so eine spezielle Abneigung der damaligen Machthaber gegen so eine anonyme Kapitalgesellschaft, bei der man nicht so genau wusste, wer eigentlich dahinter. Was auch aus Sicht von Investoren das Ganze etwas unattraktiver macht, waren höhere Steuern. Es gab also erst einmal eine Besteuerung auf Wertpapierbesitz, also eine spezielle Vermögenssteuer in Höhe von 0,5% des Marktwertes, die jedes Jahr zu bezahlen war, aber nur auf Wertpapierbesitz, andere Vermögensgegenstände wie Immobilien beispielsweise. Und es gab höhere Steuern auf Kursgewinne und eine relativ hohe Steuer auf sogenannte Spekulationsgewinne. Das macht eben das Investment in Aktien doch deutlich unattraktiver. Schließlich gab es dann im Januar 1935 eine Neuordnung der Börsenlandschaft. Es wurde ein sogenanntes Heimatbörsenprinzip eingeführt. Das heißt, Aktien sollten nur noch an einem Börsenplatz notiert werden, nämlich an der sogenannten Heimatbörse. Welche das war, hat das Reichswirtschaftsministerium entschieden. Und das hat natürlich auch die, sagen wir mal, Liquidität und Arbitragemöglichkeiten etwas eingeschränkt. Und es wurde etwa die Hälfte der Börsenplätze aufgelöst. Übrig blieben eben hinter mir aufgeführten neuen Börsenplätze.
gesagt, wir hatten vor dem Ersten Weltkrieg 21, dann hatten wir nach dem Ersten Weltkrieg noch 20 Börsen in Deutschland. Jetzt ist die Hälfte verschwunden dieser Börsen. Also Aktien wurden tendenziell unattraktiver. Wenn man jetzt mit der letzten Folie nochmal auf die Investoren schaut, dann klang das ja bislang so, für die Unternehmen war es schön als Finanzierungsgrundlage, dass man eben Wertpapiere an der Börse investieren konnte. Das Ganze hat sich dann in der Zwischenkriegszeit etwas schlechter dargestellt, insbesondere seit den 1930er Jahren. Sie haben ein Pendant, Sie können also diese Geschichte auch aus Sicht von Investoren erzählen. Was Sie hier sehen, ist eine reale Wertentwicklung, also ein fiktiver Investor investiert in den, früher gab es ja mal den DAX 30, also dieser DAX 30 wurde zurückgerechnet bis 1870, das wurde angepasst in die 30 großen Unternehmen. Der fiktive Investor hat also jedes Jahr in diese DAX 30 Firmen investiert, Dividenden reinvestiert. Wer das gemacht hätte und ist in den 1870er Jahren mit 100 Mark eingestiegen, hatte vor dem Ersten Weltkrieg etwa 900 Mark real, also inflationsbereinigt, auf dem Konto. Und Sie sehen, die Entwicklung war auch relativ kontinuierlich und gleichmäßig. Es gab zwar mal die eine oder andere Krise, aber was Sie da in den frühen 1870er Jahren sehen, dieser kleine Huckel, das ist das, was Sie aus der Literatur als Gründerkrise kennen. Also es ist doch eher unauffällig, wenn man das in langfristiger Perspektive. Dann sehen Sie, ab 1913 sind Sie in einer relativ langen und volatilen Seitwärtsbewegung. Also im Ersten Weltkrieg verlieren Sie relativ viel, dann gewinnt man wieder in der Hyperinflation, verliert man wieder durch die Währungsumstellung. Dann gibt es die kurzen goldenen 20er, dann eine Weltwirtschafts- und Bankenkrise und dann wieder einen großen Wirtschaftsaufschwung im Dritten Reich mit steigenden Aktienkursen. Und 1938 sind Sie wieder bei etwa 900 Mark angekommen. Das heißt, auch für Investoren, die vor dem Ersten Weltkrieg daran gewohnt waren, dass sie eine sehr gemütliche, gleichmäßige Renditeentwicklung am Aktienmarkt hatten, hatten in der Zwischenkriegszeit auf einmal eine ganz andere Situation. Und das macht natürlich bei höherer Volatilität vielleicht Investment in Aktien etwas unattraktiver. Und auch das am Rückgang der Kapitalmarktentwicklung. Ich glaube, ich bin am Ende meiner Redezeit angekommen, darum höre ich jetzt auch auf zu reden. Wenn Sie mehr lesen wollen, habe ich noch ein paar Literaturhinweise mitgebracht, aus denen ich den Aufsatz, den Vortrag heute zusammengestöpselt habe, möchte ich sagen. Ich könnte sehr viel länger darüber reden, darf aber nicht. Insofern höre ich jetzt auf und gebe entweder an Herrn Rudolph zurück oder an noch anders. Gut. Warte.